Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr erkennen könnt, ob eure Schaltung vernünftig eingestellt ist oder nicht. Die Schaltung könnt ihr während der Fahrt einfach überprüfen und da merkt ihr es auch am einfachsten, ob sie funktioniert oder nicht. Wenn ihr den Schalter betätigt und der Gang geht nicht gleich hinein, sondern es rattert erst eine Weile, und dann wird es geschaltet. Das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schaltung sich verstellt hat. In der Regel hat sich der Zug dann immer etwas gelenkt und die Spannung reicht nicht mehr aus, um auf das nächstgrößere Ritzel zu wechseln. Es gibt aber auch den entgegengesetzten Zustand, und zwar, dass ihr den Schalter drückt und ihr wollt ein Ritzel hinunter und es funktioniert nicht mehr, also es bleibt auf dem anderen Ritzel liegen die Kette und sie geht einfach nicht runter. Auch das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schaltung nachgestellt werden muss. Bevor es zu diesen Extremzuständen kommt, hört ihr das aber auf der Kette auch. Ihr seid in einem Gang und ihr tretet ganz normal, ihr hört aber vom Hinterrad metallische Geräusche. Ich versuche das mal zu simulieren. Ich hoffe, ihr hört das so. Diese Art, das ist so ein hackendes Geräusch, als ob eben die Schaltung nicht mehr exakt auf diesem einen Ritzel ist, sondern irgendwo zwischen den beiden Ritzeln, die nebeneinander liegen, läuft. Dann hört ihr ein hackendes Geräusch oder auch ein klapperndes Geräusch. In jedem Fall solltet ihr dann die Schaltung nachstellen. Wie das geht, habe ich euch schon gezeigt, schaut einfach in die Playlist hinein. Das gilt auch für den Umwerfer. Auch dort kann man Schleifgeräusche hören, wenn die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert und er schaltet dann eben nur noch schwer von einem Ritzel zum anderen. Das merkt ihr, wenn ihr die Schalter betätigt. Das war's für heute. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren. Die Playlist mit den weiteren Tipps und Hinweisen findet ihr hier. Über Kommentare, Meinungen, Vorschläge freuen wir uns immer. Wir versuchen immer so schnell wie möglich zu reagieren. Viel Spaß beim Schrauben, Schauen und Fahren wünscht euch Olaf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.